Ja, vorab ganz kurz zu meiner Person. Mein Name ist Katrin Battaglia. Ich bin Heilpraktikerin in eigener Praxis tätig und unterstütze Mykotroph bezüglich der Beratung auch, bei welchen Erkrankungen eben welche Pilze besonders effektiv sind. Beschäftige mich schon sehr lange mit den Pilzen, jetzt insgesamt schon gute 20 Jahre und bin immer wieder fasziniert, wie komplex die Pilze wirken und dass es gerade heutzutage bei diesen komplexen Krankheitsbildern einfach eine ganz, ganz tolle Basistherapie immer wieder in der Praxis. Ich mache es immer ganz gerne so, dass ich Ihnen erstmal den Vortrag vorstelle, dass ich meine Punkte so durchgehe und wenn Fragen sind, können Sie die parallel natürlich schon im Fragenbereich stellen und ich werde mir die Fragen zum Schluss angucken, werde sie im Nachhinein bearbeiten und werde vor allem schauen, dass ich die Fragen rauspicke, die für alle interessant sind. Also so sehr individuelle Fragen, das ist auch immer, wenn man jetzt nicht so rückfragen kann, immer ein bisschen schwierig. Da würde ich Sie dann wirklich bitten, in der Telefonberatung sich zu melden. Also nicht persönlich nehmen, falls ich individuelle oder sehr individuelle Anfragen dann auch mal überspringe. Das ist dann, wie gesagt, für Sie der Hinweis, sich in der Telefonberatung zu melden. Ganz wichtiger Punkt auch zu Beginn, das ist explizit ein Webinar für Betroffene, für Angehörige von Betroffenen, für Laien. Ich weiß, es werden auch gerne die Therapeuten eingeladen, aber das wäre jetzt, wie gesagt, eher was für Ihre Patienten. Die speziellen Fachwebinare finden Sie unter dem Myko Campus. Da wird wirklich richtig dann ins Detail gegangen. Das werde ich heute nicht tun. Also ich werde natürlich gewisse Aspekte anreißen. Aber ich werde jetzt nicht so tief in die Biochemie hier einsteigen. Also die Therapeuten verweise ich da an den Myko Campus. Nicht, dass sie in einer halben Stunde oder Stunde dann sagen, so, ach, das wusste ich doch alles schon. Das ist ja nichts Neues. Wie gesagt, ich werde hier, mir ist vor allem bei dem Thema ganz wichtig, wirklich die Betroffenen und Angehörigen abzuholen und die eben nicht mit Fachwissen dazu überfordern. Genau. Dann kommen wir noch mal kurz zurück zum Titel: Die Vitalpilze als seelische Stütze bei Ängsten, Depressionen. Wichtig ist wirklich zu sehen, Vitalpilze sind eine sehr gute Unterstützung, sind aber nicht die alleinige Therapie. Also das hängt natürlich auch davon ab, wie schwerwiegend ist das Krankheitsbild. Wenn sich Probleme so leicht andeuten, ja, und man früh genug startet, auch mit den Vitalpilzen, dann ist das super. Aber es gehören immer noch andere Therapien mit dazu. Und deswegen die Vitalpilze hier wirklich als Begleitung zu sehen in der Therapie und nicht als alleinige Therapie. Das ist mir im Vorfeld ganz wichtig. Schauen wir uns mal an. Also ich finde, man hat es auch bei den Anmeldungen schon gemerkt. Wir merken es in der Telefonberatung. Es ist ein Riesenthema, was immer mehr an Bedeutung zunimmt. Einfach auch aufgrund der aktuellen Situation natürlich, aufgrund der Pandemie. Es sind Umstände, die wir so in unserem Leben noch nie hatten, was die Pandemie angeht, aber auch die Situation in der Ukraine. Es sind einfach sehr viele Faktoren, die uns jetzt bombardieren, ja. Und wenn wir eine gewisse Disposition sowieso schon haben oder nicht so gestärkt waren von unseren Ressourcen her, ne, kann das natürlich sein, dass gerade die letzten 2, 3 Jahre uns da sehr zu schaffen gemacht haben. Und vielleicht die Problematik, also auch für Sie jetzt überhaupt zum ersten Mal aufgetreten ist, oder beziehungsweise sich die Thematik einfach auch verschlechtert hat. Wir sehen es definitiv auch an den Zahlen. Es sind allein an Depressionen inzwischen 5% der Bevölkerung erkrankt, also 4 Millionen Menschen in Deutschland. Auch die Berufsunfähigkeiten, ein Drittel der Berufsunfähigkeiten gehen wirklich auf Depression, Burnout, auf psychische Probleme zurück.
Und auch die krankheitsbedingten Fehltage durch Depressionen, die nehmen immer mehr zu. Und dabei ist zu bedenken, dass es sicherlich auch eine sehr hohe Dunkelziffer gibt, einfach auch, weil das Thema immer noch so ein bisschen, ja, was heißt ein Tabuthema, ist es vielleicht nicht mehr so sehr, aber es wird von denen, die zumindest auch noch nicht betroffen waren, manchmal doch so ein bisschen belächelt und man sagt so, ach komm, jetzt reiß dich doch zusammen. Aber es geht nicht, ne? Also das möchte ich wirklich auch allen, die jetzt vielleicht als Angehörige hier zuschauen, mitgeben. Es macht keinen Sinn, den Betroffenen zu sagen, komm, jetzt, was hast du denn für Probleme? Es ist wirklich ein subjektives Empfinden, was man definitiv immer ernst nehmen muss. Und ich denke, die Dunkelziffer kommt einfach auch dadurch zustande, dass viele sich auch nicht es selber nicht eingestehen wollen, dass sie es auch in ihrem Umfeld nicht eingestehen können, weil es sind einfach auch Typen, die es betrifft, die ja aufgrund einer gewissen Charakterstruktur ja auch in diese Lage kommen. Ja, das sind meistens Menschen, die immer funktionieren, die immer ihr Bestes geben wollen, die vielleicht auch sehr perfektionistisch veranlagt sind und sich ein Stück weit verausgaben und natürlich auch diese Maske dann schwer fallen lassen können. Ja, und da würde ich jetzt wirklich auch jeden, der diese Symptome nur leicht verspürt, ansatzweise verspürt, wirklich ermutigen, sich frühzeitig Hilfe zu holen, weil je früher man damit begleitender Therapie startet, desto besser. Das Problem ist auch ein bisschen, dass die Erkrankung in Phasen verläuft und wenn es dann endlich mal die Phase vorbei ist, ja, es einem wieder besser geht, wo man dann im Grunde in der Lage wäre, auch eine Therapie zu starten, dann oft sagt so, oh nee, jetzt geht's mir gut, jetzt will ich aufatmen, ach, das kommt bestimmt nicht wieder. Und ja, man ist dann auch natürlich, naja, was heißt nicht so ernst nimmt, aber man will sich auch nicht permanent mit dem Thema beschäftigen. Aber es ist wirklich ganz, ganz wichtig, so früh wie möglich mit einer Behandlung zu starten. Ja. Bei den Angststörungen ist es so, dass mindestens ein Viertel der deutschen Bevölkerung schon mal wenigstens einmal unter einer Angststörung gelitten hat. Und von der Verteilung her ist es so, dass eher Frauen betroffen sind, so in den, ja, wobei die Betroffenen werden immer jünger, habe ich das Gefühl. Ja, also man sagte ja immer so Frauen so um die 30 rum durch die Doppelbelastung, die Kinder, die dann vielleicht in der Betreuung sind, in der Schule sind und die Frauen auch wieder anfangen wollen zu arbeiten, aber durch die Doppelbelastung dann einfach auch ein Stück weit ausgebrannt sind. Das geht immer auch so ein bisschen Hand in Hand. Also ein Burnout muss nicht unbedingt in der Depression enden, aber es ist oft schon auch vergesellschaftet. Und bei den Männern sieht man es eher im Alter. Genau. Um mal auf die Ursachen zu sprechen zu kommen, es wird ja, wie schon gesagt, manchmal noch so ein bisschen belächelt, aber man kann es definitiv messen und man weiß inzwischen, dass wenn man Aufnahmen macht vom Gehirn bei Depressiven, bei Angstpatienten, dass es da Veränderungen im Gehirn gibt, dass es Veränderungen bei den Neurotransmittern gibt, dass es wirklich biochemische Veränderungen gibt, dass es messbar ist. Und das ist für ganz viele schon mal eine Erleichterung, ja, dass man so ein bisschen aus der Psycho-Ecke rauskommt. Es ist leider halt immer noch so ein bisschen, ja, nicht so schick. Und es ist eine Erleichterung, da auch einfach mal was schwarz auf weiß zu haben, dass man selber nicht auch das Gefühl hat, so, ach, ich bild mir das nur ein und komm, reiß dich zusammen, na, wie schon gesagt. Also es ist definitiv auch messbar. Häufig passiert es in Phasen großer Veränderungen. Ja, wenn also biologische Veränderungen stattfinden, bei den Frauen sind das immer diese hormonellen Veränderungen, kann passieren in der Pubertät, aber auch nach einer Geburt passiert es relativ häufig, gerade die Depression.
oder um die Wechseljahre herum. Also wenn der Körper sowieso in einem Umbruch ist und dann jetzt noch zusätzliche Belastungen oder Unsicherheiten im Außen dazukommen, ne, so wie es jetzt aktuell auch ist, diese Unsicherheiten, wo geht das hin? Ja, man weiß nicht, man kann nur abwarten bei vielen Dingen, ja, man ist unsicher, das gab's noch nie, wie soll ich mich verhalten? Und wenn dann verschiedene Aspekte zusammenkommen, dann kann es eben zu tiefgreifenderen Problemen eben auch führen. Oft ist es so, dass in der Vorgeschichte Traumata auch schon bestehen, ja, das muss jetzt gar nichts Schwerwiegendes sein auf den ersten Blick. Ja, das ist wie gesagt ein subjektives Empfinden, also eine Einwirkung auch, oft hat man es ja vergraben, ne, wirklich ins Unterbewusstsein gedrückt. Das macht der Körper, das ganze System ja aus einem guten Grund, ne, um sich nicht immer wieder mit diesem traumatischen Ereignis beschäftigen zu müssen, wird es gedeckelt, wird schön nach unten gehalten. Das kostet Energie, das kostet Kraft, diese Dinge zu deckeln. Und wenn wir durch andere Umstände jetzt einen Energieverlust erleiden, ja, sehr erschöpft, sehr angestrengt sind, dann kann es auch sein, dass so alte Themen aufploppen, ja, dass uns da wirklich so unsere Vergangenheit einholt sozusagen und wir dann so komplett in diese Unsicherheiten geworfen werden. Trauma, wie gesagt, das ist mir hier auch ganz wichtig, das muss jetzt keine Vergewaltigung sein. Also man hat festgestellt, dass zum Beispiel gerade auch Kinder, die zum Beispiel sehr behütet aufwachsen, wo man denkt, was haben die denn für Probleme, die aber vielleicht zu wenig emotionale Zuwendung hatten, die ja diese Sicherheit, diese emotionale Sicherheit nicht hatten, weil vielleicht auch die Mutter ein gleiches Thema schon mitbringt. Und das kann man auch biochemisch sehen. Es gibt bestimmte Stoffwechselstörungen, die gerade mütterlicherseits weitergegeben werden. Es ist ganz oft, dass Frauen betroffen sind und dann sagen, ja, meine Mutter hatte das auch. Also da gibt es so eine Stoffwechselproblematik. Das lohnt sich wirklich auch, das mal zu testen. Findet man unter dem Begriff HPU, KPU, also hat ganz viel mit den B-Vitaminen zu tun. Das wird mütterlicherseits dann eben auch an die Kinder weitergegeben. Und letztendlich, wenn sowas schon in der Vorgeschichte besteht, ja, und das Kind dann auch eine emotionale Unsicherheit erlebt, gerade in den ganz frühen Jahren, dann noch so Ereignisse dazukommen wie in den letzten 3 Jahren, das sind dann alles Punkte, die einfach das Fass zum Überlaufen bringen und wo sich so eine Krankheit dann wirklich auch manifestieren kann. Der erhöhte Bedarf an Mineralien, Vitaminen, der ist immer dann gegeben, wenn der Körper unter Stress steht, vor allem unter chronischem Stress. Also wenn frühkindlich da wirklich emotionale Defizite sind, kann man sich vorstellen, dass der Mensch im Grunde sein Leben lang auch wie in so einem Überlebensmechanismus ist, ne, dass der Körper immer drauf ausgerichtet ist, so, oh Gott, wo lauert die nächste Gefahr? Also das passiert nicht bewusst, zum Glück, weil sonst würden wir durchdrehen, ne? Also das passiert aber unbewusst. Und das kostet einfach ganz, ganz viel Kraft in dem Sinne, dass auch wirklich Mineralien aufgezehrt werden, wir einen wesentlich höheren Bedarf haben, auch an den Kofaktoren, an bestimmten Vitaminen. Und über eine normale Ernährung ist es heutzutage kaum noch zu decken. Ja. Also da lohnt es sich wirklich auch mal eine ganzheitliche, gute Diagnostik zu machen. Und wie schon vorhin gesagt, es ist messbar. Es lohnt sich, die Neurotransmitter auch mal bestimmen zu lassen. Da habe ich dann auf der letzten Folie auch noch mal 2 Hinweise, wo Sie sich ergänzend dann auch noch mal Unterstützung holen können. Genau, die familiäre Häufung hatte ich angesprochen. Meistens wird es über die weibliche Linie weitergegeben.
Und alle chronischen Erkrankungen letztendlich, vor allem entzündliche Prozesse, virale Belastungen, das ist einfach noch was, was mit dazukommt und dann, wie gesagt, das Fass zum Überlaufen bringt. Primär ist die Problematik wirklich dieser Energiemangel. Also das ist jetzt wirklich auch physiologisch zu verstehen, dass die Mitochondrien zu wenig Energie produzieren, deswegen häufig auch mit Burnout, Erschöpfung zu beobachten, ja, also dass Depressive da auch körperlich einfach wirklich im Energiemangel sind und in diesem, ja, man kann schon sagen, in so einem Überlebensmodus, ne? Der Körper fährt alles runter, was jetzt nicht wirklich notwendig ist. Also alles, was dem Überleben dient, ja, das wird noch bedient, aber alles andere, ja, Haare, Haut zum Beispiel, ne, das ist dann weniger wichtig und man sieht es den Menschen dann einfach auch an, denn Stress sieht man den Menschen an und das ist dann so ein schleichender Prozess auch. Infolgedessen haben wir dann auch mit einer eingeschränkten Regulation zu tun, vor allem über Nerven- und Hormonsystem. Das Nerven- und das Hormonsystem, wir müssen uns wirklich den Körper wie eine Hierarchie vorstellen, also die Organhierarchie, vor allem. Und Nervensystem steht über allem. Das Nervensystem reguliert letztendlich all unsere Organfunktionen. Und dem Nervensystem untergeordnet sind die Hormone, die da einfach auch nochmal regulierend eingreifen. Und gerade bei den psychischen Erkrankungen sehen wir ganz klar, es ist eine Veränderung im Bereich der Neurotransmitter, ja, im Bereich des Nervengewebes, was wir ja eben auch in den bildgebenden Verfahren sehen, die Veränderung im Gehirnbereich. Also es hat ganz viel mit dem Nerven- und dem Hormonsystem zu tun. Hormonsystem in dem Sinne, dass die Stresshormone hier auch ein Riesenfaktor sind. Da komme ich aber dann am besten beim Cordyceps drauf zu sprechen, da kann man sich das einfach ein bisschen besser nochmal bildlich vorstellen, damit das jetzt hier nicht zu viel Theorie wird am Anfang. Genau, also wichtig ist es demnach jetzt als Therapie auch wirklich dem Menschen wieder Energie zur Verfügung zu stellen, Substanzen zuzuführen, mit denen er seine Energie auch wieder anheben kann, dass er sich kraftvoll fühlt, dass er sich körperlich kraftvoll fühlt, weil nur dann habe ich auch die Energie, mich meinen Emotionen zu stellen. Ja, nur wenn ich genügend Energie habe, bin ich auch bereit oder dann ploppen auch erst so Emotionen auf, ne, wo ich denke, so huch, ja, ich dachte, das ist jetzt was ganz Altes, das wäre schon längst erledigt. Aber das ist dann oft so ein Hinweis, ah, okay, da gibt es noch ein Thema, was mich unbewusst beschäftigt, da lohnt sich's nochmal hinzugucken. Und dann ergänzt man da eben auch nochmal Methoden aus der Psychotherapie. Ja, also ich bin immer ein Fan von nicht von der Gesprächstherapie, sondern von der körperorientierten Psychotherapie. Kommen auf der Folie zum Schluss dann auch noch ein paar Hinweise, wo man wirklich auch so ins Fühlen kommt und merkt zum Beispiel, ach, die Angst vor einer Emotion ist viel stärker als die Emotion dann selber, ne? Wo man so das Vertrauen in seinen Körper auch wieder gewinnt. Und das sollte immer so Hand in Hand gehen, ja, dass man sagt, okay, ich starte jetzt mal mit einer Therapie, die vor allem den Körper jetzt mal mit Energie anfüllt und dann ergänze ich das eben mit den Methoden, die mich da emotional auch noch mal besser abholen. Das Tolle bei den Pilzen ist jetzt, dass sie wirklich die Regulationsfähigkeit im Körper auch wiederherstellen können und vor allem, also Regulation funktioniert letztendlich auch nur über Nerven- und Hormonsystem. Und das ist halt hier wirklich der Vorteil, wenn wir die Pilze einsetzen. Wir können Energie anheben und wir können die Regulationsfähigkeit auch wiederherstellen.
Wir kommen hier noch mal zu ein paar Symptomen. Ich denke, die meisten kennen das aber. Ja, das Ding ist eben der Verlauf in Phasen. Hier haben wir jetzt erstmal die psychischen Symptome. Ich habe grundlos extra in Anführungszeichen gesetzt, weil grundlos ist die Melancholie eigentlich nie. Es kommt relativ plötzlich und man hat vielleicht nicht einen Anlass, ja, aber irgendeine Ursache gibt es dafür. Das ist, und sich damit zu konfrontieren und sich dem zu stellen, das geht einfach nur, wenn man wirklich genug Kraft hat, wenn man genug Ressourcen hat, wenn man einen Therapeut an der Seite hat, dem man vertraut. Und dann kann man auch gucken, ne, Ursachenforschung betreiben und da wirklich mal nicht nur alles unter den Teppich kehren, sondern auch mal den Teppich zu lüften und zu gucken, oh, was habe ich denn da so versteckt? Ja, das geht aber, wie gesagt, nur, wenn ich ein Stück weit in meiner Kraft bin. Ja. Ohnmacht ist ein großes Thema, ne, hat natürlich auch zu tun mit diesem Energiemangel auf der emotionalen Ebene, dieses Gefühl, ich bin dem Ganzen ausgeliefert. Die negativen Gedanken, Angst davor, Fehler zu machen, Gleichgültigkeit, Schuld, Minderwertigkeitsgefühle, eine innere Leere und es kommt wirklich zu so einem Rückzug. Also wenn Sie das auch bei Freunden, Bekannten in der Familie beobachten, sich wundern, warum sich jemand wirklich auch so zurückzieht, ruhig auch mal nachhaken. Jeder braucht immer mal seine Auszeiten, ja, aber es kommt immer auf das Maß an, ja, inwiefern man dann soziale Kontakte noch pflegt oder nicht, weil selbst das ist einfach zu anstrengend für die meisten, ja. Freude wird eben auch nicht mehr empfunden. Bei Depressionen vor allem ist auch das Weinen oft nicht mehr möglich, ja. Deswegen, ich freue mich immer, wenn die Menschen in der Praxis dann auch wirklich mal weinen können, weil dann weiß man, okay, da ist ein Zugang zu den Gefühlen, da kommt was in Bewegung. Ja, also Depression vom Namen her heißt ja auch unterdrücken, das wirklich deckeln, was ich am Anfang gemeint habe. Und wichtig ist es auch im richtigen Moment unter den richtigen Bedingungen diesen Deckel mal anzuheben. Ja, und da auch mal die Emotionen dann zuzulassen. Ne? Also beide, weil wenn ich negative Emotionen unterdrücke, unterdrücke ich alle Emotionen, unterdrücke ich letztendlich auch die Freude. Entscheidungsschwäche sehen wir häufig, die kreisenden Gedanken, Konzentrationsschwäche, also das Gehirn von seiner kognitiven Fähigkeit ist da einfach auch betroffen und natürlich die Suizidgedanken, die man immer ernst nehmen sollte. Also dieses, was man früher immer gesagt hat, wenn der drüber spricht, der macht's nicht, das ist Quatsch. Und es gibt genügend Hilfe, die Sie in Anspruch nehmen können, auch jetzt als Betroffener. Viele Selbsthilfegruppen, also da ist im Internet wirklich viel zu finden. Körperlich zeigt sich's oft im Bereich Magen-Darm. Magen-Darm ist einfach sehr sensibel, steht eng in Bezug mit dem Nervensystem, werden wir nachher noch sehen. Herzsymptomatik hat man relativ häufig, also dieses Herzstolpern, dieses Gefühl, ne, wirklich, man spürt permanent diesen Herzpuls. Schmerzen, Schlafstörungen sind oft ein Thema, Gewichtsabnahme und letztendlich alle Hormonstörungen bis hin zu einer inneren Unruhe. Ich hatte es schon erwähnt, dieser Verlauf in Phasen, ist ganz typisch. Also es gibt Momente, da ist es wirklich, da überrollt es einen, na, wie von jetzt auf gleich. Und manchmal ist es genauso schnell wieder weg. Und das ist halt leider das Problem, dass man dann in den Phasen, wo es einem gut geht, denkt man, ach, das bleibt jetzt so. Na, das kommt nicht wieder. Wäre ja auch schön, aber meistens ist es leider nicht so. Also deswegen auch immer gut, sich da frühzeitig Unterstützung zu holen.
Bei den Angststörungen ist es so, also Angststörung heißt, es ist eine übersteigerte Angst. Angst ist ja per se erstmal nichts Schlechtes. Angst ist eine ganz natürliche Emotion, die uns schützt vor Gefahr, ja, und das ist auch das, was wir jetzt hier an den körperlichen Symptomen sehen, na, wenn wir wirklich bedroht sind. Ja, in welcher Form auch immer, reagieren wir mit Herzrasen, Schwitzen, Zittern, Atemnot, Übelkeit, Brustenge und Schwindel. Unser System reagiert so, dass vermehrt Energie freigesetzt wird. Also die ganzen Stresshormone werden ausgeschüttet. Energie wird mobilisiert, damit wir jetzt flüchten oder kämpfen können. Und das Problem ist nur, wenn dieser Zustand anhält. Also wenn das auf körperlicher Ebene anhält, ja, wenn der Körper das nicht mehr runterregulieren kann und in diesem dauernden, überreizten Zustand bleibt. Und wenn wir einfach auch vom Kopf her in dieser Angst-Thematik hängen bleiben, ja, wenn wir gar nicht mehr realisieren, das Ereignis ist schon längst vorbei, ja. Das passiert relativ häufig unbewusst, ja, dass wir vielleicht vom Kopf uns dass wir das schon realisiert haben, aber Anteile in uns immer noch in so einer Hab-Acht-Stellung sind. Und ganz langfristig führt das dann eben auch zu dieser Hilflosigkeit, Ohnmacht, ausgeliefert sein und diesem Kontrollverlust, ne? Dass ich merke, mein System reagiert gar nicht mehr angemessen auf das, was im Außen ist. Und ich habe da irgendwie keinen Einfluss mehr drauf. Und also die Steigerung ist dann letztendlich auch die Todesangst. Angststörung heißt, dass die Beeinträchtigung im Alltag einfach auch sehr stark ist. Ich sage mal, jemand, der jetzt Angst hat, vor Menschen zu reden, der hat jetzt noch nicht unbedingt eine Angststörung, es sei denn, er denkt da jetzt wirklich Tag und Nacht drüber nach. Das ist immer so ein bisschen eine Gratwanderung, ne? Wann fängt jetzt wirklich eine Angststörung an? Ich würde es aber lieber früher ernst nehmen als zu spät, vor allem wenn auch körperliche Symptome hinzukommen. Und wie Sie gesehen haben, das können auch ganz unspezifische Sachen sein. Magen, Darm, Müdigkeit, Schlafstörung. Also ich glaube, das hat fast jeder ein Stück weit, ja. Und wenn dann eben die emotionalen Beeinträchtigungen noch mit dazukommen, verminderte Belastbarkeit, ich glaube, es gibt aktuell. Ich kenne niemanden, der sagt, och, ich bin belastbar wie eh und je. Ja? Ich glaube, da haben wir gerade alle einfach auch ein Thema mit. Genau, dann kommen wir zu den Pilzen. Allen voran der Cordyceps. Hier sehen Sie ein Bild. Also, das ist eine Aufnahme jetzt aus der Natur. Der wächst zusammen mit einer Raupe. Hier unten im Erdboden sieht man diese Raupe. Also, es ist erst so, dass die Raupe das Pilzmyzel frisst und dann übernimmt der Pilz quasi und bildet aus diesem Raupenkörper den Fruchtkörper. Wenn man die Pilze züchtet, wird das ohne die Raupen gemacht. Ja, das ist einfach aus lebensmitteltechnischen Gründen nicht möglich. Gelingt aber trotzdem, kann man den Cordyceps sehr, sehr gut züchten. Und er ist bekannt vor allem aus der traditionellen chinesischen Medizin. Da erzähle ich Ihnen auf der nächsten Folie noch ein bisschen mehr dazu. Und man hat ihn aufgrund dessen, dass er wirklich in China ist, er als das aphrodisierende Mittel gehandelt worden. Man hat wahnsinnige Preise für den Pilz bezahlt. Jetzt den natürlich gefundenen Pilz, der wächst vor allem in Tibet in sehr hohen Regionen. Und da hat man gesehen, dass die Yaks, die auf diesen Wiesen geweidet haben, wesentlich leistungsfähiger waren, die den Cordyceps ab und zu mal abgegrast haben.
Und die Wissenschaft war natürlich dann brennend interessiert, was ist da drin, wieso wirkt der, was macht der? Und man hat da relativ viel geforscht und dann eben unter anderem auch hier die Punkte haben sich bestätigt, dass durch den Cordyceps die Sauerstoffzufuhr im Körper verbessert wird. Die Sauerstoffverfügbarkeit ist verbessert, weil er eben auch die Lunge sehr gut unterstützt und die Durchblutung verbessert. Das ist ein Punkt. Vermehrte Sauerstoffzufuhr ist generell gut, um die Leistungsfähigkeit einfach aufrechtzuerhalten. Des Weiteren hat man gesehen, die bessere Energiebereitstellung wirklich über eine vermehrte ATP-Bildung. ATP, das ist das, falls Sie sich so ganz dunkel an den Biounterricht erinnern, ist das, was in unseren Zellen produziert wird, in den Kraftwerken unserer Zellen, in den Mitochondrien. Da wird Energie gebildet in Form von ATP und das kann der Cordyceps wirklich unterstützen. Also das ist jetzt nicht nur im Sinne der Akupunktur, die Energie zu verstehen, sondern wirklich physiologisch. Und das hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt, ne, dieser Energiemangel auf körperlicher, emotionaler Ebene ist einfach ein Riesenthema bei Depressionen, bei Ängsten. Also deswegen hier eine ganz tolle Möglichkeit, um im Cordyceps wirklich die Energie auch wieder anzuheben. Man hat gesehen, dass Cordyceps sehr gut die Geschlechtshormone unterstützt, aber auch die Stresshormone. Geschlechtshormone, sowohl die männlichen, also hier zum Beispiel Testosteron, kann man sehen, der Muskelaufbau wird verstärkt, aber auch, ich überspringe jetzt mal den nächsten Punkt, ne, Cortisolausschüttung in der Nebenniere wird reguliert. Somit hat man eine bessere Regeneration, wenn man starke Belastung hat oder wenn man hat es viel bei Sportlern ausprobiert. Also der steht auch wirklich auf der Dopingliste, bei den Pferden, bei den Rennpferden zumindest. Weil Sportler den sehr, sehr gerne eingesetzt haben, aufgrund dieser besseren Regeneration, aber auch dieser vermehrten Energiebereitstellung. Und man hat da ganz gezielt untersucht, was macht es bei Sportlern? Die Muskelübersäuerung wird reduziert, der oxidative Stress wird reduziert, die Ermüdung ist einfach nicht so stark bei gleicher Belastung. Und man hat auch gesehen, die mentale Stabilität ist besser. Und das ist letztendlich das, was auch die traditionelle chinesische Medizin schon immer gesagt hat zum Cordyceps. Da heißt es, also er zählt wirklich unter den Präparaten. Also es ist keine Pflanze, der Pilz, aber er wird zu den pflanzlichen Arzneien gerechnet und da zählt er zu den Kaisern unter den Kräutern, ne? Also ein sehr hochgeschätztes Präparat, weil es eben die Essenz stärkt. Und es gibt sogar, TCM ist die traditionelle chinesische Medizin, es gibt sogar traditionelle chinesische Therapeuten, die sagen, die Essenz kann man eigentlich gar nicht stärken. Das ist letztendlich das, was wir von unseren Eltern mitbekommen. All das, was wir vor allem auch von unserer Mutter mitbekommen. Und da sind wir wieder bei dem Thema, was ich vorhin erwähnt habe. Ne? Mütterlicherseits wird so eine Schwäche gerne weitergegeben. Das überschneidet sich hier mit der Sicht der TCM auch, dass wenn wir genügend Essenz mitbekommen, vorgeburtlich schon, ja, wir können sie nur erhalten, indem wir uns gut ernähren, indem wir richtig atmen und nicht so viel Energie verbrauchen. Das erhält unsere Essenz letztendlich. Aber es gibt eben dann andere TCM-Therapeuten oder also das sind nicht nur Therapeuten, sondern die alten hochgeschätzten Weisen, die gesagt haben, doch, der Cordyceps kann sogar die Essenz wieder nähren und er tonisiert vor allem die Nierenenergie, das Nieren-Yang, er wirkt wärmend. Niere im Sinne der TCM
hat ganz viel zu tun mit unserem Energie. Also die Niere ist unser Energiespeicher. Da wird diese Essenz, das, was wir mitbekommen, wird dort gespeichert und das bestimmt letztendlich unsere körperliche Energie, aber auch unsere emotionale, unsere mentale Energie, unsere Durchsetzungskraft, Durchhaltevermögen, unsere emotionale Stabilität. Ja, das hängt alles mit einem gesunden Nieren-Chi zusammen. Und dann habe ich jetzt hier die ganzen Symptome einfach mal mit aufgeführt, weil man da ganz gut sehen kann, das sind so ganz typische Symptome, die dafür sprechen, dass der Cordyceps angezeigt ist. Vor allem, wenn so ein Kältegefühl besteht in der unteren Körperhälfte, ne, gerade so die Nierengegend, wenn die kalt ist, Rückenschmerzen, Schwäche im unteren Rücken, all das ist ein Hinweis darauf, dass der Cordyceps hier sehr gut unterstützend wirken kann. Er ist schon aber auch in Bezug auf die Nierenfunktion ein ganz wichtiger Pilz und deswegen eben auch bei einer Funktionsschwäche oder bei dem häufigen Wasserlassen, vor allem auch wenn das so ein ganz heller Urin ist. Und er hat den Bezug zum, nicht nur zur Niere, sondern auch zu den Geschlechtsorganen und den Geschlechtshormonen. Deswegen auch hier alles, was zu tun hat mit Libido, Impotenz, Unfruchtbarkeit. Zum Beispiel Frauen, ja, die keine Kinder bekommen können. Da kann man wirklich sagen, die Nierenenergie ist schwach. Und wenn die zum Beispiel in späteren Jahren auch Depressionen oder Angststörungen entwickeln und in der Geschichte ein Thema hatten mit Unfruchtbarkeit, Zyklusstörungen etc., dann weiß man, okay, hier macht es Sinn, auf jeden Fall den Cordyceps zu ergänzen. Ne? Da kann man einfach immer anhand dieser Symptome hier auch schauen, macht da der Cordyceps jetzt wirklich Sinn? Oder nehme ich zum Beispiel die anderen beiden Pilze, die wir gleich noch besprechen? Genau. Die Knochen gehören aus Sicht der TCM auch zum Funktionskreis Niere, deswegen Cordyceps auch ein ganz schöner Pilz bei Osteoporose, Gelenksproblemen und wie gesagt, gerade wenn das gekoppelt auftritt, dann mit den emotionalen Themen. Schwäche, Müdigkeit, ich denke, das ist klar. Das hatte ich ja jetzt erklärt. Auch die Willensschwäche, ne? Nicht nur die körperliche Schwäche, vorzeitige Alterserscheinungen, also Menschen, die starke Faltenbildung haben, frühzeitig die Haare ergraut sind, da immer auch oder Sehschwäche, ne? Beziehungsweise Gehörprobleme. Da immer auch dran denken, die Niere zu stärken. Und vor allem auch beim Tinnitus, Ohren und Niere gehört auch zusammen. Bei Tinnitus und Schwindel kann der Cordyceps gerade, wenn es dann kombiniert mit Depressionen oder Ängsten auftritt, auch ein ganz wichtiger Pilz sein. Ich würde den Cordyceps jetzt, wenn er in Frage kommt, immer so einsetzen, dass ich ihn erstmal eher morgens gebe. Na, wir haben jetzt gehört, er ist ein recht stärkender Pilz und dass man da eben so ein bisschen auch den Tagesrhythmus nachahmt. Ja, man will morgens Kraft haben, man will morgens aktiv sein. Also ich empfehle immer gerne erstmal morgens nur eine Kapsel gucken. Wie sich das auswirkt im Körper, dann mittags noch mal eine zweite dazu. Und für manche Menschen ist es überhaupt kein Problem, auch abends den Cordyceps zu nehmen. Ich habe es aber schon des Öfteren erlebt, dass manche, wenn sie den Cordyceps abends nehmen, einfach zu sehr aktiviert sind und dann nicht mehr gut schlafen. Deswegen würde ich mich da einfach langsam rantasten. Ansonsten zur Dosierung und den Präparaten komme ich dann später noch. So, dann gehen wir zum nächsten Pilz, dem Reishi. Das ist ein Pilz, der auch ja inzwischen wissenschaftlich sehr gut untersucht ist, der aber wie auch der Cordyceps ein ganz, ganz hochgeschätzter Pilz in der traditionellen chinesischen Medizin ist.
ein Pilz, wo der Fruchtkörper auch zum Einsatz kam. Also man sagt, die japanischen Kaiser haben sich den umgehängt, den Fruchtkörper, wie ein Schutzamulett sozusagen. Und also er ist wirklich auch einer der Kaisersubstanzen in chinesischen Kräuterrezepturen. Und er hat ein sehr breites Wirkspektrum. Wenn Sie sich vielleicht schon mal ein bisschen mit den Pilzen beschäftigt haben, dann denkt man beim Reishi immer so, das kann doch nicht sein, der ist ja für alles gut. Lässt sich letztendlich darüber erklären, dass er über das Nervensystem wirkt. Und ich hatte ja am Anfang gesagt, ne, das Nervensystem steht über allen Organen. Und wenn unser Nervensystem ausgeglichen ist, dann ist letztendlich auch der Einfluss auf alle Organsysteme gegeben. Also das Nervensystem kann dann alle Organfunktionen auch wieder regulieren. Und wir sehen beim Reishi vor allem dieses regulierende Prinzip. Also je nachdem, wie die Ausgangssituation im Körper ist, hat er eine unterschiedliche Wirkung. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig, was selbst manchmal in der Naturheilkunde vergessen wird. Wie ist die Ausgangslage? Wenn ich erschöpft bin, wenn ich schwach bin, wirkt der Reishi aktivierend. Ja, also er vertreibt Müdigkeit. Er ist bei Antriebsschwäche gut. Wenn ich allerdings überdreht bin und komme abends nicht zur Ruhe, dann wirkt er gegen Schlafstörung. Auf den ersten Blick ist das ja erstmal widersprüchlich, aber wir sehen hier wirklich dieses regulierende Prinzip. Ja. Der Pilz bringt eben das Nervensystem in die gesunde Reaktionsfähigkeit wieder. Und das macht er nicht nur im Bereich Nervensystem. Gerade beim Reishi sehen wir es auch sehr, sehr gut in Bezug auf das Immunsystem. Reishi wirkt antientzündlich, antiallergisch. Er wirkt bei Autoimmunerkrankungen, immer wenn das Immunsystem zu sehr aktiviert ist. Er wirkt aber genauso gut, wenn das Immunsystem erschöpft ist. Wenn das Immunsystem schwach ist, dann wird es angehoben. Also das ist immer ganz wichtig zu verstehen, wenn man mit regulierenden Mitteln arbeitet. Reishi hat eher den Bezug, also schon auch auf das ganze Hormonsystem. Er reguliert schon auch die Stresshormone, aber vor allem auch die Schilddrüsenhormone. Und meistens ist es so, wenn die Nebenniere, ne, wenn die Nebenniere immer viele Stresshormone gebildet hat, gerade wenn wir auch eine chronische Angststörung haben, ist ja unser Körper in der permanenten Alarmbereitschaft. Das heißt, die Nebenniere ist permanent dabei, Cortisol zu produzieren, Stresshormone zu produzieren. Und dann passiert das, dass die Schilddrüse automatisch einen Gang runterschaltet, weil sie einfach merkt, okay, ich muss jetzt hier Energie sparen. Das System überdreht gerade. Ich versuche hier mal einen Gang runterzuschalten. Und das sind zum Beispiel, das habe ich in der Praxis auch nicht selten erlebt, die Patienten, die dann eine Schilddrüsenunterfunktion haben, aber auf Thyroxin geht es denen richtig schlecht. Also man denkt ja natürlich, okay, Unterfunktion, dann gebe ich Schilddrüsenhormon rein, dann ist alles wieder gut. Aber dass die Schilddrüse sich da ja quasi was bei denkt, ja, wenn sie einen Gang zurückschaltet, vergisst man. Und wenn die Patienten Thyroxin bekommen, dann geht es denen erstmal richtig schlecht. Und die fühlen sich noch viel erschöpfter und viel ausgelaugter, weil das ist so wie Vollgasfahren mit leerem Motor. Das funktioniert einfach nicht mit leerem Motor, mit leerem Tank. Genau. Ja, beim Reishi hat man auch festgestellt, dass die Sauerstoffversorgung verbessert ist. Das ist natürlich für die allgemeine Leistungsfähigkeit immer gut. Und Reishi hat einen starken Bezug zur Leber. Das ist einerseits wichtig, wenn wir die Leber als Entgiftungsorgan betrachten, ja, so aus der ganz normalen westlichen Sichtweise oder physiologischen Sichtweise ist die Leber natürlich entscheidend, ist ja unser Chemielabor im Körper.
und entscheidet auch darüber, wie sieht es mit unseren Hormonen aus, wie kann ich wirklich Fremdstoffe optimal wieder umbauen, damit sie den Körper verlassen und nicht noch zusätzlicher Stress sind. Also das ist immer ganz wichtig, da auch die Leber in ihrer Funktion zu unterstützen. Aber hier ist es auch interessant zu verstehen, was die Leber aus Sicht der traditionellen chinesischen Medizin wieder bedeutet. Die TCM sagt, dass die Leber eine bewegende Wirkung hat. Also in Bezug einerseits auf das Blut, aber auch in Bezug auf Emotionen, in Bezug auf Energie, ne? Immer wenn irgendwo was gestaut ist. Wie, na, vorhin hatte ich es beschrieben mit dem, wenn wir was deckeln, dann ist das ja gestaut. Also es ist manchmal beschreiben die Patienten das auch so, sie sitzen auf dem Pulverfass, ja, aber sie wollen es nicht rauslassen oder können es nicht rauslassen. Und diese Stauung letztendlich, Depression, ne, Unterdrückung, das alles kann durch den Reishi wieder sehr schön bewegt werden. Und da kann es durchaus auch mal sein, der Reishi entgiftet letztendlich auch emotional. Ich hatte schon einige Patienten, die durch den Reishi wieder mehr geträumt haben, was letztendlich positiv ist, weil sie auch darüber wieder einen Zugang zu ihren Emotionen kriegen. Und dann hat man auch was, wo man dann eben auch über die emotionale Ebene dann wieder mit ihnen arbeiten kann. Und die Emotionen der Leber sind die Wut, Zorn. Wut, Aggression, Zorn, das wird der Leber zugeordnet. Und das ist letztendlich das, was die meisten depressiven Menschen unterdrücken. Ja, die erlauben es sich nicht, diesen Ärger, diesen Zorn, diese Wut wirklich anzuerkennen, auch mal rauszulassen und sind immer sehr gefasst nach außen, aber innen drin brodelt's. Und gerade bei den Zuständen, also hier sehen wir schon, ne, das sind dann auch eher so Typen, das muss man außen gar nicht sehen, aber wenn man die mal fragt, das sind oft auch eher Menschen, die Hitzethemen haben, ne, die nicht so sehr frieren wie der Cordyceps-Typ, ja, das sind eher die innerlich kochen, ja. Aber selbst wenn das jetzt nicht offensichtlich ist, kann man trotzdem den Reishi einsetzen. Ja, also das ist jetzt kein Muss, dass diese Hitze als Symptom da ist, um den Reishi dann einzusetzen. Also wie gesagt, Thema Leber ist hier wichtig und diese Regulierung, gerade auch wenn Schlafstörungen bestehen. Was toll ist, zum Beispiel in Kombination auch Reishi mit Ashwagandha. Ashwagandha ist eine Pflanze, die ist so aus dem Ayurveda bekannt, wird auch Schlafbeere genannt. Und da gibt es zum Beispiel von der Firma Mycovital gibt es ein schönes Präparat, da ist Reishi mit Ashwagandha schon gemischt. Also das kann man sehr gut bei Schlafstörungen dann verwenden. Die haben auch ein, also steht unter den Sportprodukten, das nennt sich aber Recover, dass man einfach auch besser wieder regeneriert über Nacht. Das ist auch eine Kombination mit Reishi, Ashwagandha und dann eben noch bestimmten B-Vitaminen für eine bessere Erholung nachts. Genau, dann kommen wir kurz zur Darm-Hirn-Achse. Das sieht jetzt erstmal vielleicht ein bisschen kompliziert aus, aber ich mache es einfach. Das wird im Moment auch in der Schulmedizin sehr stark erforscht, dieser Zusammenhang zwischen unserem Darm und dem Gehirn. Man denkt ja immer so, das Gehirn ist der Boss, also habe ich vorhin eigentlich auch selber gesagt, ja. Es ist aber so, dass die Informationen nicht nur vom Gehirn an die Organe laufen, sondern gerade auch vom Darm gehen mehr Informationen nach oben als umgekehrt. Das heißt, der Zustand unserer Darmschleimhaut, die Darmflora, beeinflusst unser Gehirn. Man hat festgestellt, dass die Darmflora, die gesunden Darmbakterien, bestimmte Fettsäuren bilden, die den sogenannten BDNF, das ist ein
ich sag's mal einfach, ein Nervenwachstumsfaktor. Was der macht, sehen wir an der nächsten Folie. Also die gesunden Darmbakterien führen zu einer vermehrten Bildung von Nervenwachstumsfaktoren. Und man weiß, dass die Bifidobakterien, die idealerweise im Darm vorhanden sein sollen, Tryptophan produzieren. Das ist eine Vorstufe von dem Serotonin, was eine große Rolle spielt, gerade bei depressiv Erkrankten. Die haben da eine, meistens ist es kein absoluter Mangel, es ist so eine, ja, meist eher ein Verwertungsthema, aber dieser ganze Neurotransmitterhaushalt in Bezug auf Serotonin ist da einfach gestört. Und man weiß, ist, dass 95% davon eben im Darm gebildet werden. Und dann hat man geguckt, was passiert, wenn wir jetzt Stuhl von depressiven Patienten auf sterile Mäuse übertragen. Und da hat man wirklich festgestellt, es kommt zu Veränderungen im Hippocampus, also im Gehirn, dort, wo bestimmte Emotionen verarbeitet werden. Also da hat man einen direkten Zusammenhang gesehen. Also es gab noch andere Veränderungen dann auch im Stoffwechselbereich, aber das Entscheidende ist wirklich diese typische Stuhl, also im Stuhl ist ja dann auch die Flora drin, ne, die auch nicht nur die gesunde Darmflora, sondern auch die Darmkeime, die man da nicht unbedingt haben will. Und dieses typische Profil von den depressiven Patienten, wenn man das den Mäusen überträgt, dass die dann diese Veränderungen im Gehirn aufweisen, wie man es eben auch bei depressiven Menschen dann beobachtet. Und der Vorteil jetzt auch wieder bei den Vitalpilzen ist, dass sie letztendlich alle präbiotisch wirken. Präbiotisch heißt, sie haben sehr viele Ballaststoffe und diese Ballaststoffe sind eine Nahrung für unsere gesunde Darmflora. Sie erhöhen somit auch die Floravielfalt, so dass die gesunden Darmkeime sich da besser wieder ansiedeln können. Und vor allem einer der Pilze, der Heritium, der regeneriert wirklich auch die Darmschleimhaut. Das sehen wir gleich noch, wenn wir noch über den Heritium sprechen. Aber hier noch mal kurz zu dem Nervenwachstumsfaktor, dem BDNF. Hier ist noch mal eine kurze Definition, also ein Zitat. Er wirkt wirklich schützend auf die bereits existierenden Neuronen und Synapsen. Er wirkt sowohl im peripheren als auch im zentralen Nervensystem. Das ist wichtig, eben vor allem bei Depressionen, Angststörungen, dass das zentrale Nervensystem unterstützt wird. Und dieser Nervenwachstumsfaktor stimuliert eben auch das Wachstum und die Weiterentwicklung neuer Nervenzellen. Weil oft früher hat man ja gerne gesagt, man kann sich schwer verändern. Es ist natürlich schwierig, eine Veränderung auch von Gewohnheiten. Aber wenn ich immer wieder neue Gewohnheiten wiederhole, wenn ich auch neue Gedankenmuster wiederhole und das auch gekoppelt mit einer Körperempfindung, ja, deswegen ist diese körperorientierte Psychotherapie so wichtig. Das heißt, wir gehen in ein Gefühl und haben eine neue Idee dazu. Das heißt, wir können bei häufiger Wiederholung wirklich dieses alte Programm auch überschreiben. Und das geht nicht nur über die Körperarbeit, sondern dann eben auch durch so tolle Substanzen wie den Heritium. Ne, da hat man wirklich festgestellt, dass er diese Nervenwachstumsfaktoren unterstützt. Und man weiß inzwischen einfach, dass diese Nervenwachstumsfaktoren bei Ängsten, Depressionen wirklich erniedrigt sind. Und das können wir jetzt hier schön mit dem Heritium unterstützen. Da gibt es, also da hat man sich wirklich vor Jahren, ich erinnere mich noch an den Kongress in China, da haben sie sich alle draufgestürzt auf die Ergebnisse, weil man festgestellt hat, wenn man Mäusen die Nerven an der Pfote durchtrennt und gleichzeitig dann jetzt beim Heilungsprozess, ne, den hat man beobachtet und
einer Hälfte der Mäuse hat man den Heritium zum Futter dazugegeben, hat sich der Nerv wesentlich schneller regeneriert. Die Reflexe waren schneller wieder da. Und da war man völligst fasziniert, was ist in diesem Pilz drin? Wir müssen das untersuchen. Also das war ein Riesen Aufschrei, der da durchging. Und also die Forschung ist diesbezüglich dann wirklich recht intensiv geworden. Man hat gesehen, dass es nicht nur periphere Nerven betrifft, sondern auch das zentrale Nervensystem, dass dort Prozesse getriggert werden, dass das Nervenwachstum eben stimuliert wird durch diese Erinazine. Das sind die Inhaltsstoffe aus dem Heritium. Und Myelinbildung, das ist diese Schutzschicht um die Nerven herum, dass die eben unterstützt wird. Und was man jetzt so aus den Erfahrungsberichten einfach sagen kann, ist, dass wirklich auch Stresssymptome gelindert werden, dass durch den Heritium, das ist so ein ganz besänftigender, entspannender Pilz bei Unruhe, Schlaflosigkeit, Ängsten. Das ist so wirklich der, der so, ja, ist so von den drei Pilzen der, der so am sanftesten wirkt. Und der eben auch den starken Bezug hat zur Magen- und Darmschleimhaut. Und da haben Sie ja gerade gesehen, wie wichtig da dieser Zusammenhang ist. Ja, jetzt ist es so, also das sind so die drei wichtigsten Pilze in Bezug auf Ängste, Depressionen. Sie können die natürlich alle drei sehr gut kombinieren. Sie können auch erstmal mit Reishi Heritium beginnen. Das gibt es zum Beispiel auch schon als Zweiermischung, auch bei der Firma Mycovital. Also ich setze am liebsten in der Praxis deren Präparate ein, weil ich einfach weiß, die werden wirklich auch in Deutschland angebaut, nicht nur abgefüllt, sondern in Deutschland angebaut. Es ist reine Bioqualität. Und ich habe den ganzen Pilz. Das ist mir auch immer wichtig. Früher war ich noch am Überlegen, okay, wenn das Immunsystem schwach ist, macht es Sinn, einen Extrakt zu nehmen. Aber heutzutage, wir wissen einfach nicht, was wir dem Immunsystem, ob wir dem wirklich was Gutes tun, wenn wir einen Extrakt wählen, weil die meisten Immunsysteme sind in irgendeiner Art und Weise schon in einem überdrehten Zustand, gerade auch durch die Pandemie jetzt, durch den Virus, durch die Impfung. Also es sind fast alle Immunsysteme in einem, ja, es geht so in eine entzündliche Autoimmunrichtung, ja, sind ganz viele Menschen betroffen. Wenn ich da noch mit einem Extrakt reingehe, auch wenn ich es jetzt aus anderen Gründen mache, weiß ich nicht, inwiefern ich mein Immunsystem da in eine falsche Richtung trigger. Und wenn ich dieses regulierende Prinzip wirklich nutzen will, ja, dass ich bei einer Überaktivierung der Pilz runterfährt, bei einem erschöpften Zustand der Pilz mich hochfährt, ja, Energie reinbringt, das kriege ich halt immer nur mit dem ganzen Pilz hin. Das kann sein, dass das halt zu Beginn ein bisschen länger dauert, bis der greift, aber es ist langfristig gesehen definitiv die sicherere Methode. Und einfach auch die, wenn wir wirklich den Körper ganzheitlich betrachten, brauchen wir was Regulierendes. Ja, es nutzt nichts, wenn wir an einem Schräubchen drehen. Ich denke, das ein gutes Beispiel ist auch immer das mit der Schilddrüse, ne? Die Schilddrüse macht nichts Dummes. Das hat seinen Grund, warum die runterschaltet. Das Beispiel, was ich vorhin erwähnt hatte, ne? Ich glaube, da sehen wir, wie viel nach hinten losgehen kann, wenn wir zu sehr einstofflich denken, ja, und zu sehr ins Detail gehen, statt den großen Zusammenhang zu betrachten. Genau. Ich würde trotzdem empfehlen, dass Sie sich wirklich auch beraten lassen, ja, dass man immer auch schaut, wie ist natürlich, gibt es schon eine begleitende Behandlung mit Psychopharmaka? Gibt es das noch nicht? Das macht dann einfach auch immer noch mal einen Unterschied, auch von der Dosierung her. Und es ist wirklich immer anzuraten,
melden sich bei uns telefonisch in der Telefonberatung. Am Ende sehen Sie jetzt auch gleich nochmal die Telefonnummer. Man kann im 1-zu-1-Gespräch viel besser auch auf die individuellen Bedürfnisse eingehen, kann die Dosierung besprechen, kann gucken, welche Symptomatik herrscht vor. Ist man eher in so einem überdrehten Zustand vielleicht auch, gerade was die Schlafstörung angeht, oder herrscht so das Erschöpfte vor? Ist auch phasenabhängig, ja, und da auch selber zu gucken, ne, also was brauchst du jetzt gerade? Und das ist einfach besser, sollten Sie sowieso nur mit dem Therapeuten zusammen angehen und auch was die Pilze jetzt angeht, immer noch mal in Rücksprache mit dem Mykotroph-Institut. Genau, hier haben wir noch mal so die Therapien in der Übersicht. Die Regulationsfähigkeit wird durch die Pilze unterstützt, aber auch die Energie, ne, gerade durch den Cordyceps, dass ich mehr Energie habe. Interessant ist auch immer noch mal die fehlenden Vitalstoffe zu ergänzen und im Hinterkopf zu haben. Das sind vor allem die B-Vitamine, das hatte ich zu Beginn schon erwähnt. Problematik bei einer gewissen Stoffwechselstörung, da spielen die B-Vitamine eine große Rolle. Da macht es eben Sinn, vielleicht mal so ein HPU oder KPU-Test auch zu machen, vor allem wenn man weiß, die Mutter hatte das auch. Ne? Aminosäuren sind immer wichtig, weil, also die Nebenniere, wenn die Nebenniere erschöpft ist durch einen Dauerstress, die braucht Eiweiß. Und die ganzen Spurenelemente einfach essentiell sind, um die Neurotransmitter aufzubauen. Und da kann man zum Beispiel von der Diagnostik her auch einiges machen. Ja, man kann einen Speicheltest machen, wo man die Neurotransmitter bestimmt. Und da können Sie zum Beispiel bei Neurolab, die bieten diesen Speicheltest an. Da kann man auf deren Seite auch mal schauen, welche Therapeuten arbeiten damit und wer ist da bei Ihnen in der Nähe. Ja, also ist ja auch wichtig, dass Sie jemanden finden, der bei Ihnen in der Nähe ist, zu dem Sie Vertrauen haben, der Sie da unterstützt. Und was ich inzwischen, also mein Favorit ist die Diagnostik über die Haarmineralanalyse. Und zwar aber nur die, so wie sie von Verisana angeboten wird. Weil dann haben wir eine Auswertung, wo man wirklich sieht, ist die Energie, also kann der Körper genug Energie herstellen selber. Also habe ich da zu viel oder zu wenig, das sieht man schon mal. Und man sieht Nebenniere, Schilddrüse, ja, Kohlenhydratstoffwechsel. Ist die Nebenniere in der Erschöpfung oder ist sie in einem Alarmzustand? Wie sieht es mit der Schilddrüse aus? Also das ist von der Diagnostik her ganz, ganz toll und die können Ihnen auch sagen, welche Therapeuten Sie da noch zusätzlich unterstützen können. Wenn jetzt, das hängt ein bisschen davon ab, wie schwerwiegend die Problematik ist, da würde ich dann eben bei schwierigeren Fällen oder bei, ja, wenn das schon länger besteht auch und wenn Sie vielleicht mit so regulierenden Maßnahmen, wenn Sie das Gefühl haben, es reicht nicht aus, das wirklich mal in Betracht ziehen. Und das ist eine Auswertung auf eine ganz andere Art und Weise, ne? Weil manche Patienten dann sagen, oh, ich habe schon mal das alles im Blut bestimmen lassen. Das ist was anderes, ja. Also das ist, ich kenne inzwischen einige Kollegen, die das wirklich bestätigen. Die Haarmineralanalyse ist im Moment fast die einzige Diagnostik, die wirklich das abbildet, was die Patienten auch beschreiben, ja. Und wo wir dann auch eine ganz gezielte Therapie draus basteln können, was die Substitution dann mit Vitaminen und Mineralien angeht. Weil sonst ist es immer so ein bisschen Gießkannenprinzip, ne? Dass man sagt, oh ja, nimm mal so ein B-Komplex und kann in den Anfangsphasen unterstützend hilfreich sein, aber bei den schwierigeren Fällen reicht es dann oft nicht aus. Und ganz wichtig auf jeden Fall die Unterstützung der psychischen Ebene, ne, die Traumata aufzuarbeiten,
geht entweder über psychosomatische Energetik, das mache ich gerne in der Praxis, dass man homöopathisch das Ganze auch begleitet oder dann eben über die körperorientierte Psychotherapie. Am besten immer in Begleitung mit einem Therapeuten. Also es ist auch kein Beinbruch, dann zu gucken und zu sagen, okay, mit dem kann ich, nee. Also man braucht schon ein gutes Vertrauensverhältnis auch zu dem Therapeuten und da ruhig auch mal ein paar auszuprobieren, bis man sagt, so ja, da fühle ich mich wirklich wohl. Und weil das ist ein Prozess, ja, das ist nichts, was irgendwie innerhalb von 2, 3 Monaten erledigt ist. Also egal, welche Methode jetzt, ja, also auch mit den Pilzen, wir sagen immer mindestens 3 Monate, dass man beurteilen kann, wie gut der Körper das jetzt reguliert über die Pilze. Und dann ist das aber bei Depressionen, Ängsten eine langfristige Geschichte. Ja, man braucht vielleicht nicht die volle Dosierung, aber auf jeden Fall eine Erhaltungsdosis. Und dann, wie gesagt, rufen Sie bitte im Institut an, dass man, es sind zwar jetzt nur 3 Pilze, wo man das Gefühl hat, ach, na ja, mein Gott, dann nehme ich halt mal alle 3. Aber bedenken Sie wirklich, ne, was ich beim Cordyceps gesagt habe, nicht, dass der Ihnen abends zu viel Energie gibt und dass Sie einfach auch die für Sie passende Dosierung dann finden. Lassen Sie sich da lieber nochmal beraten. Ja, dann vielen Dank. Mein Name, genau, war Katrin Battaglia und vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute, gute Gesundheit und vor allem, ja, bleiben Sie offen für die Alternativen. Und es ist so viel mehr möglich, ne? Informieren Sie sich, was passt für Sie, wo finden Sie gute Unterstützung noch und ja, und dass Sie da wirklich für sich den idealen Weg finden, um aus diesem Gefühlschaos da auch rauszukommen. Ne? Aber Hauptsache, Sie nehmen mit, dass es weitaus mehr Möglichkeiten gibt, als man oft so im ersten Moment angeboten bekommt. Das wäre schon mal ganz wichtig. Und dann, ja, einen schönen Abend, gutes Verdauen, gutes Verarbeiten und wie gesagt, auch die komplette Aufzeichnung wird dann die nächsten Tage nochmal auf der Mykotroph-Seite zu sehen sein. Dann schönen Abend, tschüss.